Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, ich sehe auch gerade, wir können eine Party herstellen, Ritual durchführbar. Fiesta der Familie. Noch 19 Stunden. Die Frage ist, wo ist denn das? Wo kann ich das durchführen? Hier. Redner, 19%, das wird nix. Aber ich glaube, bevor ich hier irgendwie Rituale durchführe, müsste ich erst mal wieder eine Dings durchsetzen. Jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Guck mal, Pascal arbeitet in seinem eigenen Haus. So, die kommen weg. Hier muss noch eine Wand hin. Und dann brauche ich hier eine Kühlung. Ein Meisterwerk. Ich habe gerade. Ich zoome mal gerade raus, dann könnt ihr mal gerade gucken. Ich muss gerade mal kurz was anderes machen.
Okay, tut mir leid, sorry. Da kam gerade etwas. Ne, ihr kennt's ja, da kam was in dazwischen, ne? Aber da konntet ihr mal ohne Eintritt einfach mal genießen, die Stille, und kann den einer mal dahin tragen? Mima Zero, komm, mach das mal. Schön den Dino weg. Ich meine, der Dino hat ja nichts gemacht. Der wurde einfach nur hier gedingst, ja. So. Ein Steamtech Light Persona Monoschwert. Sowas könnte Jo gefallen, aber der hat sich ja noch nicht gemeldet. Fiesta der Familie durchführbar. Also ich will eigentlich nur Mima Zeros Feste machen, ne? Kollektive Rauschparty zum Beispiel. Oder eine harmonische Feier. Aber wir haben halt hier so viele unterschiedliche religiöse Mülldinger. Das geht halt nicht, ne? So, mahle Getreide zu Mehl. Mahle mehr Getreide zu Mehl. Würde ich sagen, ja. Wir machen mit Pausieren. Wie viel? Wir machen erstmal. Wie viel kommt denn da raus? 10. Wir machen erstmal einen 750er, 500. So. Hier hinten haben wir kein Wasser. Aber Pascal will auch lieber, ne, der hat auch keinen eigenen Tisch so zum Essen oder so, kein Büro. Pascal will lieber hier, ne, das wird ja so der Gemeindeort. Wobei im Prinzip hat er hier seinen eigenen Partysaal, ja. Also soll er sich mal nicht so anstellen. Was wir aber machen können ist, wir können ja trotzdem mal hier dieses Lager hinstellen. So. Und bauen das. Wenn wir einen Handwerk hätten, könnten wir den hier reinmachen. Es gibt hier schon wieder einen Hitzeschlag. Übrigens können wir den Schlachttisch hier schon mal wegmachen. Aber, ach ja, Micha ist ja ein Nudist. Ich denke gerade, wieso ziehst du dir denn eigentlich nichts an? Wir haben doch Kleidung, aber er ist ja der Nudist. Weil wir jetzt genug Reis haben, würde ich sagen, machen wir hier diese Baumkacke hin. Wie hießen die nochmal? Fasermais. Fasermais. Da. So, dann kriegt ein Gebäude noch der Schmied. Ein Gebäude für den Schneider.
Und diese Charaktere haben wir noch nicht. Wir haben... Pascal hat jetzt... Micha hat noch kein Gebäude. Micha ist ja unser Träger. Also der kriegt auch kein spezifisches Gebäude. Das heißt, das muss nicht wirklich groß sein. Wir können eigentlich auch Michas Gebäude noch machen. Die richtige Küche mit richtigem Lager kommt hier hin. Das wird ein bisschen größer. Michas Gebäude muss nicht so groß sein. Mima Zeros Gebäude muss im Prinzip auch nicht so groß sein. Er kann alles, ne? Aber genau weil er alles kann. Braucht auch kein eigenes Gebäude. Nee, ich würde sagen, der ist ja unser Hauptbauarbeiter. Nee, unser Architekt. Der kriegt dann natürlich ein Gebäude aus schönem Holz. Hier. Aber ich weiß auch noch nicht, wohin. Wobei, ich habe eine Idee. Wieso sind hier eigentlich Fallen? Mima Zero kriegt ein nicht ganz so symmetrisches Haus. Ist das ein schönes Holz. So, und hier könnten wir wieder einen Baum hinpflanzen. Auf die Ecke, würde ich sagen. Schön Fackelding vom Gesicht. Keine Ahnung, warum hier Fallen sind. Die sind aber Fallen. Das ist jetzt wirklich einfach nur kreuz und quer gebaut, weil es ein Architektenhaus ist. Ne? Die sehen ja immer komisch aus. So, hier kommt dann die guten Dings rein. So, hier ist wie, im Prinzip wie so ein Schrank, ne? Haben wir schon Schränke? Weißt du was? Der kriegt auch hier so Oldie-Möbel. Ach, hier ist das. Hier ist das Grab. Das müssen wir mal ein bisschen weiter weg machen. Machen wir mal hier hin. Das priorisiere ich mal gerade schnell durch. So, kurz umgelegt, da muss was anderes sein. So, wir haben hier ein... ein Teufelsgarn. Ein keltisches. Machen wir ein normales.
Hier so Wandschrank. Das ist so das Ankleidezimmer. Aber er hat sogar einen. Er hat hier sogar einen Weinrack hier so. So hier so. Ein bisschen Wein in der Ecke. Versteckt. So ein paar Bookshelves. Und ein paar Bücherregale. Ja, wir müssen ja nicht alles reinklatschen, ne? So eine altmodische Lampe. So, hauen wir erstmal den Boden rein. Er kriegt auch Feinwood. Unser Architekt. Gucken wir erstmal, wie es aussieht, wenn es fertig ist, ne? Würde ich sagen. Für Winter müssen wir natürlich noch Heizungen überall reinbauen. Aber die würde ich am liebsten. Ah, warte, hier ist ja der Wassertrog. Den habe ich noch gesucht. Da muss ich hier am besten auch noch ein Dings hin machen. Hier, wenn hier der Wassertrog ist. Machen wir hier auch eine Trinkfontäne hin. Kleintiere. Was wird denn hier drin gelagert, bitte? Wieso ist hier ein... Verbiete alles. Hier kommt Tee hin. Und Kaffee. Und Reis. Herzlich willkommen!
Boah, vergiss nie Pflanzenarbeit. Bergbau. Bergbau, Tiere, Pflanzen. Es hat aber ist kein Arzt, deswegen ist es nicht Götterfunke. Komm zurück, Dinorm. Eine Dog-Person. So, dann stellen wir die mal ein. Hier oben rennen ein paar viele Spinnen rum. Wegen dem Essen wahrscheinlich, ne? Das ist unser Jäger. Wir haben Fischen ja nicht ausgewählt, aber können wir jetzt. Aber die Norm kriegt erstmal eine Waffe. Denn er kann auch gut schießen. Wo ist denn das Semi, die Semikanone? Hat dir wieder irgendeiner ein... Ach so, er hat schon eine leichte MG. Okay, hab gar nichts gesagt. Alles gut. Alles gut. Oh, wir haben eine dominierende Religion. Oh, die Piraten. Hier Micha und Dinom. Die hängen wieder zusammen unter einer Decke. Bauteile sind hier nicht erlaubt. Die machen wir mal ganz schnell wieder rein, ja? So, wir brauchen Stahl, aber es wird ja hier schon abgebaut. Dinom ist jetzt dran. Der regelt. Und ich glaube, wir müssen bald noch mal Holz hacken. Medi-Training. Gefällt das nicht, dass die Spinnen hier oben sind, aber solange die nur den Reis fressen, ist mir das eigentlich irgendwie auch egal. Die futtern halt echt alle den Reis, ne? Vielleicht sollte ich den Reis nicht hier lagern. Sondern dann das Mehl. Oh, Mimasio tut jetzt hier die Leichen wegtrainieren.
Micha fehlt eine Seitenwaffe? Bezweifle ich. Dinom fehlt eine Seitenwaffe? Das kann gut sein. Ach, hier ist die. Die habe ich auch eben gesucht. Ich würde sagen, dass hier tun wir Waffen erstmal rein, ne? Waffen und Kleidung. Und dann verbieten wir hier Kleidung und Waffen. So, ich muss die Folge leider jetzt ein paar Minuten früher beenden, weil ich muss gerade noch was machen. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Ciao.